So, da sind wir bei 4 Effekt. Wir stehen in dem Ölraum. Und wir schauen mal, ob wir hier irgendwas Feines finden. Also nicht in dem Raum, weil hier ist gar nichts. Da war schon mit Glass damals absolut gar nichts. Da wird jetzt hier auch absolut gar nichts sein. Aber, ja, öffne die Tür. Sehr gut. Wir müssen jetzt mal schauen, weil Glass wurde beim letzten Mal der Arm abgetrennt von Lem. Und das ist schon Hardcore, Mann. Verdammt, das habe ich echt nicht kommen sehen. Und der müsste jetzt auch irgendwo hier rumliegen. Das heißt, wir müssen erstmal Deke finden, weil Deke wird wahrscheinlich gerade von Madame Chen geraped, aufs Übelste. Der wurde von ihr überrascht in ihrem Schlafräumen. Und ja, Glass hat nur noch einen Arm jetzt, oder zumindest einen Unterarm. Nee, da muss ich nicht rein, weil ich gehe mal zurück. Vielleicht irgendeine Tür da hinten. Bin mir nicht ganz sicher. Also unsere Truppe ist ziemlich zerrissen. Unsere Truppe ist ziemlich zerrissen, wenn man das so sagen kann. Deswegen sollte ich mal gucken, ob ich zumindest mal einen von denen finde. Okay, hier kann ich... holy shit! Hallo! Geht's auch ein bisschen netter. Schlüssel zum Salon. Das ist doch nice. Dankeschön. Salon ist das, wo Glass hingegangen ist. Verstehe ich das richtig? Dann will ich da jetzt auch hin. So, weil die anderen Türen... Ich weiß nicht, ich probier's nochmal. Die haben ja nicht funktioniert. Da kam ich nicht rein. Hä? The fuck? War ich blind oder bin ich einfach scheiße gestanden? Oder beides? Das ist eine tödliche Kombination in so einem Spiel. Wo dich die Perspektive ziemlich oft mal verwirren kann. No. No, verdammt nochmal. Ha. Speicherwert mal. Yes, please. Sehr gut. Okay, hier funktioniert dieses komische Münzding immer noch nicht, diese Puppe. Dann schau mal, wir haben einen Launchkey. Das heißt, wir können schon mal irgendwo auf jeden Fall rein. Irgendeine verschlossene Tür können wir öffnen damit. Das ist schon mal positiv. Okay, dieser Raum ist ja auch jetzt wahrscheinlich sinnlos, habe ich recht? Ja, er ist absolut sinnlos. Hier ist nichts drin. Hier ist gar nichts drin. Ist das auf der Seite hin im Fernseher was? Das ist, der Raum ist so sinnlos, ich kann nicht mal hinter den Fernseher laufen. Das ist, die Aura vom Fernseher ist zu stark. Die Aura vom Fernseher, ja, ist klar. Mhm. Ja, Moment. Dieser Raum hat mich jetzt zum dritten Mal verarscht. Wow, was ist das denn? Okay, diesmal ist wirklich was drin. Eine weiße Vase. Warum in alles, um alles in der Welt brauche ich eine weiße Vase? Und wo zum Teufel hat sie die Vase gerade hingesteckt? Möchte ich das wissen, wäre meine zweite Frage. Vielleicht möchte ich das wissen. Okay, abgefuckt. Ich habe eine Vase gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Doch nochmal gut, dass wir da überall zurückgegangen sind. Apropos zurückgehen, das machen wir jetzt nämlich auch, weil der Durchgang war nämlich auf der anderen Seite, soweit ich weiß. Mein Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Ist heute nicht so wirklich aktiv für mich, wenn man so sagen kann. Ja, genau, hier war das. Hier ist doch der Salon gewesen, oder? Hier war ein Speicherpunkt. Jawohl. Der Typ ist tot. Warte mal, kann ich hier durchgehen? Nope. Kann ich nicht. Aber hier saven kann. Nein. Auf den Boden smashen, einfach wie Glass beim letzten Mal. Was zum Teufel? Achso, Gottes Willen, habe ich viele Gegenstände gerade. Zwei an der Zahl. Seid ihr verrückt? Bei so einem Inventar sind es zwei zu viel. Ach, glaub mir. Selbst wenn es nicht so schwierig aussieht, der Inventar. Ich meine, vom Prinzip her ist der Inventar nicht schwierig. Das Problem ist nur, der ist so unsensibel. Da musst du voll drauf drücken. Also der ist echt... Das ist furchtbar. Da hat irgendwie so eine Verzögerung drin. Das ist voll nervig. Auf Dauer ist es echt nervig. Naja, egal. Ich will euch jetzt nicht zuheulen über den Inventar, wie scheiße der ist. Aber er ist es. Wihihi! Wie Ming! Wie Ming! Ich suche Wie Ming! Talk, Bitches! Talk! Los! Verzieht euch! Bringt euch in Sicherheit! Move, Bitches! Move! Sehr gut. Könntest du eine Schafherde hüten, so wie du gerade abgehst. Okay, das ist
der Wandschrank ist zu. Ich nenne es einfach mal Wandschrank, weil ich am Anfang wirklich dachte, es wäre ein verdammter Wandschrank einfach nur. Aber falsch. Ja. Bam. Tut mir irgendwie auch kein bisschen leid um ihn. Oh, schau mal, er auch. Oh mein Gott. Willkommen im Club der Einkugler. Gut. Ach so. Oh. Wow. Ganz cool. Nehmt etwas. Von den leckeren blauen Bohnen. Ah, sie kann hier was machen, okay. Okay, sie hat den Blick für Schönheit, oder wie verstehe ich das? Was haben wir hier jetzt genommen? Blumen. Natürlich habe ich Blumen genommen. Weil jede Frau mag doch Blumen. Oder? Die meisten. Die meisten. Ich kenne eine oder zwei, die keine Blumen mögen. Die einfach nur sagen, nein. Oh, what the fuck! Und da sagen sie auch, ja. Die einfach nur sagen, nein, weil es stirbt eh. Was ja auch im Prinzip stimmt. Ich habe einen Büroschlüssel erhalten. Okay, wessen Büro soll ich denn da bitte gehen? Na. Okay, vielleicht ist das ja das Büro. Holy shit, ich bin voll der Sherlock heute, ist der Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Ah, hier ist Matrix am Start hier. Benutzen, warte, das ist die Tür, habe ich recht, das ist die verdammte Tür. Ich glaube, es war die Tür. Die möchte ich jetzt erstmal nicht benutzen. Sondern Fahrstuhl benutzen. Oh ja, der geht. Okay. Wo führt der uns hin? Wieso sieht er nach oben? Wenn ich das richtig gedeutet habe an den Lampen außen. Okay, okay. Hier ist irgendwas. Irgendjemand, irgendetwas, was auch immer. Ah, alles klar. Da ist einer. Komm hier, Boot. Ich bin kein Jude, verdammt. Okay. Da ist Diek drinne. Na. Ich guck mal jetzt hier rein. Das war doch, glaube ich, das Schlafzimmer. Hat hier irgendwas getan? Ne, man kann speichern. Okay. Wenn es das unbedingt will, dann mache ich es einfach mal. Fertig! Wuhu! Party! Nein, nicht jetzt. Moment. Erst fertig aufnehmen, dann Party. Okay, Hochofenzeit. Was für einen Sinn macht dieser Raum nochmal? Gab es jemals einen Sinn in diesem Raum? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich möchte nicht jetzt Truppeklamotten durch irgendeinen Schacht kriechen. Das ist mein schlimmster Albtraum. Was hat es eigentlich mit den Säulen hier außen auf sich? Ganz ehrlich, was hat das mit den Säulen hier auf sich? Nee, hier eine Vase. Säule stellen vielleicht? Ne, voll nicht, Mann. Okay. Ja. Okay. Okay. Moment, da ist noch was. Da war ja noch ein Raum. Ich vergaß. Was hatte der nochmal zu bieten? Naja, gar nichts. Hier habe ich, glaube ich, auch noch einen Schlüssel gekriegt letztes Mal mit Diek. Vorletztes Mal, weiß ich nicht mehr genau. Ich bin ein bisschen überfragt, wo wir jetzt hingehen. Fahren wir mal wieder runter. Schauen wir mal, was unten noch so geht. Benutzen. Ach, man kann einfach aussteigen und muss sich gleich die Fahrt anschauen. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
Das ist schön. Das ist interessant, ja. Aber hier habe ich ja auch nichts machen können. Der Wandschrank ist auch zu hier. Ah, oh, 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 oh. Was tust du? Oh, Mann. Hier komme ich wieder raus zum... Ja, okay. Fuck, ich bin voll überfragt. Ich bin gerade so... Ich stecke gerade so auf dem Schlauch. Wahrscheinlich ist die Lösung so offensichtlich, falls es so ist. Sorry, ja. Ich weiß auch nicht. Ich komme gerade nicht drauf, was ich hier mit dem ganzen Zeug anfangen soll. Ich habe Blumen, ich habe eine Vase, ich habe... Ich, keine Ahnung. Alles Mögliche, aber irgendwie... I don't think so. Muss ich irgendwie... Was? Keine Ahnung. Der Büroschlüssel sauber machen. Wieder hier irgendwas machen? Nee, auch nicht. Es muss auf jeden Fall einen Ort geben, wo wir diese Blumen hinlegen können. Ich schätze es einfach mal nicht, dass hier irgendwo ein Grab in der Nähe ist, deswegen... Wobei, ja gut, ach, arg wundern wird es mich auch nicht. Aber ja, wäre schon nice, wenn ich so manchmal so langsam mal einen Plan kriegen würde, was ich machen muss. Hier ist auch nur ein scheiß Matrix-Raum. Hier passiert auch gar nichts, oder? Nope. Und scheinbar können wir ja, hey, perfekt, einfach direkt wieder rausrennen, ohne einfach nur zu warten, dass wir hochfahren müssen. Das ist auch schön, jetzt mal zu wissen, nachdem wir den Aufzug schon 10-mal benutzt haben. Da ist nichts drin gewesen. Ist es überhaupt eine Tür? Überhaupt eine Tür? Keine Ahnung, sieht aus wie eine Tür, aber ich kann sie nicht benutzen. Das ist falsch bei euch. Da kann ich auch nicht rein. Ich will da rein. I don't think so. Was ist denn mit der Blume hier irgendwie? Na-a. Na-a, okay. Zum Salon. Na-a. Ich weiß, es gibt doch keinen Sinn. Das ist ein Riesenbüro. No. Ja, ist ja gut. Vase? I don't think so. Na gut. Auf was hat sie denn jetzt gerade geschaut? I don't think so. Nuh-uh. Hat sie jetzt gerade... Ich weiß nicht, ist jetzt immer noch die Tür, die ich gerade benutze, oder diese Podeste daneben dran? Ich habe nämlich jetzt dumm gewillt, dass ich da irgendwas drauf machen muss. Es sieht so aus. Es sieht so offensichtlich danach aus, aber irgendwie... Ja, warte mal, was? Das war der Raum, ja, okay. Wow, ich bin so verloren gerade. Halleluja, ich bin extrem verloren. Willkommen bei Wo zum Teufel muss ich hin und ich hab Stripperklamotten an. Hier nicht, da nicht, da nicht. Wo dann? Wo dann? Sag es mir. Da war doch nichts außer ein scheiß Speicherpunkt drin, oder? Kann ich irgendwo eine Vase ablegen? Blume hinlegen. Speichern kann ich. Ja, das ist wenigstens das kann ich. Wenn ich schon gar nichts kann, kann ich wenigstens speichern. Rudimentär verstehe ich, was speichern ist. Da war eine schwarze Vase. Ich habe eine weiße und eine schwarze Vase. Hooray! Was mache ich mit denen? Ah, jetzt ist es ja irgendwie fast noch offensichtlicher, dass ich sie da draufstellen muss, oder? Das eine ist auch irgendwie dunkler als das andere. Ah, siehst du? Ja. Was? Oh Gott, Rätseltime. Boah, ich kenne mich nicht so mit Blumen aus. Okay. Okay, 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 lass mich nachdenken. Es ist wieder irgendein Rätsel, das eigentlich gar nicht so schwer zu lösen ist, wahrscheinlich. Lass mich nachdenken. Habe ich irgendwo Blumen gesehen? Habe ich irgendwo Blumen gesehen? Irgendeine Reihenfolge an Farben, an Blumen, an was auch immer? Da drin vielleicht. War da drin irgendwas, was mir zeigen könnte, wie die Reihenfolge von diesen Dingern ist? Nee.
Die Antwort ist einfach nur nein. Antwort ist einfach nur nein. Okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns noch ein bisschen genauer um. Oder probieren vielleicht auch einfach mal random durch, was für eine Kombination es sein könnte. Ich schaue mal, wie viele es gibt. Das mache ich jetzt ganz kurz, ohne aufzunehmen. Und dann überlege ich mir, ob ich es einfach random durchprobiere. Wenn es zu viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dann mache ich es nicht so, sondern dann suchen wir einfach. Wir gucken mal, was uns dann hinter der Tür erwartet, wenn wir sie letztendlich irgendwann mal öffnen, am Ende. Bis dahin, haut rein.